Und ja, willkommen zu Lens Island. Und ich würde sagen, wir machen ein Spiel. Ich würde ein neues Spiel anfangen. Ich hatte das mal angefangen gehabt. Ja, ich mache aber trotzdem einen neuen Namen. Wie nennen wir denn die Welt? Haben wir einen Weltnamen, wie wir unsere Welt nennen? Wie sollen wir denn unsere Welt nennen? Habt ihr eine Idee, die will... Sauhausen? Oder... Ich bin da nicht mehr so einfallsreich, was sowas angeht. Welt. Ich nenne sie einfach Welt. So. Ich nenne sie einfach Welt. Welt. So, Create. Wir machen... Also, Creative coming soon. Creative come... Alter, die Musik. Creative coming soon. Standard. The Standard Survival Game. And Hardcore is coming soon. Diese Musik. Voll episch. So, wir machen Standard. Das sind wir. Wir stehen vor einem Kleiderschrank, der mitten im Wald steht. So, wir nehmen WASD. Mit Maus geht das auch. Wir sind von den Garden Hinterlands. Oder Grath Hinterlands. Ja, würde ich sagen. Wir sind maskulin. Wir können auch feminin spielen, aber wir machen maskulin. Und, does Lens wear shoes? Was? No, definitely not. Was? No. So, jetzt können wir uns hier noch aussuchen. Haare. Ich nehme, glaube ich, die. Das Hemdchen. In Rot. Ja. Und Hose hätte ich gerne. Ja, die Shorts. Die sind ganz gut. Gibt noch nicht so viel Auswahl, aber ich finde das ganz gut. Und dann würde ich sagen, starten wir los. Let's go. Lens Island. Also ich habe echt, ich habe ein paar, also so ein Stündchen, glaube ich, gespielt. Das ist echt cool. Gefällt mir sehr gut. Ist anders, wie man, glaube ich, denkt, survivalmäßig. Aber ja, schaut mal selbst. Loading. Once our safe home was destroyed by the void, the mystery of the darkness that drives them is yet to be uncovered. No one understands its power or right it came from. You are ferried to the forgotten land where the Lightstone Rush began, hoping to build a new life. Ja, hab ich auch. Ah, echt cool. Geil. So, Kiste. Managing your hotbar and backpack. Ja, okay, genau. Drag and unlock items onto your hotbar equipment. Lalala. Okay, any hotbar items. Ja, das weiß ich noch. Genau, hier können wir die ganzen Sachen sehen. Okay, genau. Das können wir auch hier reinziehen und so, aber das haben wir hier irgendwie schon drauf. Weiß nicht, ob man die Kiste auch irgendwie mitnehmen kann, aber okay. So, mit der... Ich finde die Musik auch echt schön, muss ich sagen, bei dem Game. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen hacken. Ja, ja. Das mit dem Timing weiß ich auch. Weil wir müssen ja ein bisschen hier survivalen und überleben. Ist ein bisschen so in der isometrischen Ansicht, ne? So ein bisschen so Diablo-mäßig. So. Holz brauchen wir natürlich auch, deswegen würde ich direkt mal Holz hacken. Blub, 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 blub. Nehmen wir den Baum auch noch mit. Abreagieren vom vorigen Game am Busch. Ja, ist so. Das ist jetzt genau das Gegenteil. Das ist jetzt genau das, was ich jetzt brauche. Nach diesem Game.
Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Schön entspannt hier im Wald, im Wäldchen rumhacken. So. Gut, Steinchen können wir auch abarbeiten. Das machen wir mal. Valheim ist auch toll. Ja, habe ich von gehört. Aber ich mag nicht so das Setting bei Valheim. Das ist überhaupt nicht meins. Das ist so der einzige Nachteil. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch schon mal gespielt. Den Baum nehmen wir noch mit. Der ist schön groß. Und da müssen wir mal gucken, wo wir natürlich unser Häuschen bauen. Ich habe letztes Mal schön am Strand gebaut. Also schön so ein Häuschen am See quasi. Survival! Genau, Craig. Zelt reicht, ja. So, ein bisschen Clay nehmen wir auch mit. Wir müssen da oben get started. Construct a house, place a bed, build a workbench, explore the map and visit the Major. Genau. Den Major müssen wir auch noch besuchen. Der ist in der Stadt. So. Gut. Essen müssen wir auch. Und unten die Leiste zum Essen haben wir. Die zeigt an, wie satt wir sind. Gut. So, dann gucken wir mal. Also. Da ist auch nochmal Clay. Clay nehme ich auch noch mit. Die Musik ist voll schön. Voll beruhigend. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Schön beruhigend. La 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 la. Also wie gesagt, im privaten Spiel habe ich schon ein Haus gebaut. Aber mehr auch nicht. Das war es dann auch. Also nicht allzu weit. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wo sind wir denn auf der Karte? Das ist die Map. Da ist eine Höhle, da sind wir. Und hier irgendwo ist, glaube ich, die Stadt, glaube ich. Okay, das heißt also, wir müssen, glaube ich, die Richtung. Voll schön. La 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 la. Zwischendurch hat es noch so ein paar kleine Mini-Lags. Es läuft nicht ganz rund. Da ist eine Höhle. Und irgendwo war hier auch eine Stadt, glaube ich. Clay! Let's Clay! So. Wo war denn das mit der Stadt? Ach, da oben war das. Genau, hier oben war das hoch, glaube ich. Genau. Zwischendurch finden wir auch irgendwie mit Glas. Da müssen wir Flaschen suchen. Die liegen am Strand rum und so. Genau, hier irgendwo ist, glaube ich, die Stadt. Oh, da liegt Glas. Hier. Genau, da kriegen wir Glas. Da können wir nämlich auch Fenster mitbauen und so. Deswegen würde ich vielleicht mal am Strand einmal kurz ein bisschen Glas sammeln. Du. Nicht wundern, wenn das so ein bisschen laggy läuft. Clay. Da kann ich nicht dran vorbeigehen. Oh, guck mal, die Krabben da hinten. Die Krabben vor allen Dingen. Was ist denn los? Die Krabben, Mr. Krabs da oben. Guck mal, wie süß. Mit ihrer kleinen Familie. Guck mal. Oh. Hallo. So, sind hier noch Flaschen am liegen? Da, Flaschen. Ja, Glas. Juhu. Gibt's da auch Gegner? Ja, gibt's. Ja. Vielleicht gerade mal nicht hier. Im Startgebiet. Aber, später im Verlauf soll es wohl auch Gegner geben. So, sind wir auch mit. Blub, blub, blub. So, dann gehen wir mal zur City. Den Major besuchen. Der müsste irgendwo hier. Clay.
Inventar gleich voll. Ich sehe es schon kommen. Komm, da können wir noch einmal Holz mitnehmen, oder? So. Ja, oh, ach guck mal, Wood ist schon voll. Siehst du? So, ja. Mal gucken, hier war doch irgendwo. Ne, Clay lasse ich jetzt liegen. Wir haben genug Clay. Irgendwo war hier der Eingang. So, warte. Dann einmal hier rüber. Genau hier. Hier ist der Eingang zum Dorf. Hallo, Feldi, grüß dich. Ein schönes Weihnachtsfest. Das wünsche ich dir auch. Und schöne Feiertage und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Bridgewater. Wir sind in Bridgewater angekommen. Und dann sprechen wir mal mit dem Major. Good day. I'm just passing through with Hanks. Was ist das für ein Ort? Ah, Bridgewater Traveler. Mein Name ist Geralt und ich bin der Präsident hier. Ja, in dieser Ecke der Welt. So, if you're settling on this island, beware of the darkness that lurks beneath. Many travelers come to Bridgewater, but very few stay. Okay, please donate and spare build supplies at the town. Okay, wir müssen also Sachen spenden, um hier die Stadt auszubauen. Ne, wir können zum Beispiel hier gucken, auf dem Board. Und da können wir zum Beispiel sehen, wir müssen hier, um die Stadt halt abzugraden, können wir das machen. Ne? Hier brauchen wir dann Holz, 100 Steine, 50 Clay und 50 Gräser. Dann können wir die Stadt upgraden. Und da sind die Leute, die hier wohnen. Einmal der Alex, der Kevin, der Geralt, den wir kennengelernt haben. Dann haben wir die Steph. Steph! Und dann haben wir noch die Tentain. Wahrscheinlich die Magierin oder so. So, hier ist das Inn. In. Und da haben wir nochmal den Kevin. Good afternoon. Hier haben wir die Steph. Ich finde das voll geil, das Game. Taylor. Ah, hier. Hier ist Alex. Howdy there. It's not after nice afternoon. Backpacks. Es gibt größere Backpacks, was ich richtig feiere. Aber dazu müssen wir erstmal Gold und Geld verdienen. So, das ist die Stadt. Da wird auf jeden Fall noch Leben eingehaucht, glaube ich. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt erstmal ein Haus. Wo wir uns niederlassen. Die Musik ist voll schön. Das ist ein richtig schönes Game. Wo geht's denn hier hin? Was kann ich hier mit der Lampe machen? Ach lol, man kann die anzünden. Ist ja witzig. Guten Tag. Oh, kann ich nicht einfach hier wohnen in dem Schloss? Es gibt auch mehrere Etagen. Nur so zur Info. Gut. Ja, wir werden bauen. Wir werden leben. Hätte es nur noch deutschen Text. Ja, das wird bestimmt kommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Das wird mit Sicherheit kommen. Das wird mir sicher kommen. Gehe ich mal ganz stark von aus. So, gucken wir mal. Ich würde tatsächlich auch wieder so ein bisschen am Strand irgendwie bauen. So ein Haus am See quasi. Voll schön. Mit der Musik und so und dem Vögelgezwitscher ist das echt cool. Schade, es hat auch noch keinen Multiplayer. Multiplayer wäre auch noch witzig, wenn man so zusammen survivalen könnte. Hier ist so ein schöner Platz. Hier sehe ich uns. Hier sehe ich uns ganz weit vorne. Das heißt, ich räume mal ein bisschen auf. Okay, das kann man nicht abräumen, das aber. So, dann würde ich mal sagen, ins Bildmenü. Wie war denn das nochmal? Genau, hier sieht man dann quasi seine Ressourcen, die man hat. Also man kann zum Beispiel 100 Holz nur sammeln. Mit dem größeren Backpack gehe ich mal ganz stark von aus, dass es mehr geht. Hier sieht man die ganzen Ressourcen, die es gibt. Ja. Und genau, hier hat man noch Seeds, man kann auch anbauen. Hier die Nahrung, wir müssen gleich mal was essen. Brot, Fische, angeln kann man anscheinend auch. Und hier ist das Baumenü, ich werde mal eben schnell was essen. Hier unten sieht man das, hier ist Hunger. Darüber ist Health und dann ist dann Experience. So, jetzt sind wir gesatt.
Wir bauen uns jetzt mal ein Häuschen. Das heißt, wir machen die Foundation. Dazu brauchen wir 3 Stein und 12 Holz. Build your first home. Ja, ich weiß, wie es geht. So, jetzt können wir hier unsere Augen gucken. Was ich eigentlich sehr, sehr geil finde. Man kann sogar so richtig reinzoomen. Also ein bisschen so, ne? Finde ich ganz schön. So. Drehen war Rotate. Ich hätte auch gerne so einen kleinen Steg oder so. So, warte. Ich würde es auch ruhig ein bisschen... ruhig so erhöhen, so ein klein wenig erhöht haben. Ja, machen wir ruhig 4 breit. Okay, uns fehlt Holz. Natürlich. Was auch sonst. So, das wird was. Da sehe ich uns ganz weit vorne. Dann gehe ich mal ein bisschen Holz hacken. So, plum, plum, plum. Ich möchte auf jeden Fall den größeren Backpack haben. Oh nein! Geh weg, ihr scheiß Bienen. Die machen Schaden. Au, 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 au. Oh, es wird Nacht. Es wird dunkel. So. Wenn man unterm Baum steht, wenn der fällt, kriegt man auch Schaden. Muss man also auch aufpassen. So, 87 Holz. Den Baum würde ich auch noch mitnehmen. Wenn wir dabei sind schon. So. Wutz voll. Okay, das heißt, können wir da weiter bauen mit den Foundation für Recht und Verfassung. Reicht das erstmal? Ah, der Stein ist ein bisschen im Weg, aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, fürs Erste dürfte das erstmal reichen. So, wir brauchen natürlich eine Tür, die ich erstmal hierhin platziere. Und eine Tür hier außen. Die ich vielleicht hierhin mache. Dann ein Fenster. Ja, hätte ich gerne hier vorne. Und da. Vielleicht da so hin. Das ist falsch rum gewesen. Wie reiße ich das ab? Nein. Bildmenü. Wie reiße ich das denn nochmal ab? Mit F, ne? Genau. Nein. Abreißen, genau. Nein, jetzt habe ich die Tür abgerissen. Ich bin so doof. Man muss das ja auch richtig rumdrehen. So. Kenn ich. Von Wäldern wird es auch in Bäume erschlagen, okay. So. Das sieht ganz gut aus. Ich hätte gerne noch diese runden, aber wir brauchen schon wieder Holz. Ich gehe noch ein bisschen Holz sammeln. So. Was steht denn da hinten? Achso, irgend so eine Rampe. Die Musik ist voll schön. Wenn ich die Musik immer höre, dann muss ich immer an Anno denken. Ah, oh, wie gemütlich einfach Anno war, immer zu spielen. Das war auch so ein Gemütlichkeitsspiel. Diese Felder zu bestücken und... das hat auch echt Spaß gemacht. So, 91 haben wir schon wieder. Dann können wir schon wieder ein bisschen weiter bauen. So, aber wir sind ja auf einem guten Weg. So, genau. Die Fenster hätte ich auch noch gerne. Vielleicht irgendwie so hinten raus. 2 Stück. Was fehlt uns denn jetzt? Jetzt fehlt uns Glas, ne? Ja, natürlich. Haben wir noch irgendwo am Strand Glas liegen? Hallo, Krabs.
Guck noch mal, ob ich noch mal irgendwo Glas finde. Da! Ja, juhu! Aber wir brauchen noch mehr Glas. Weil ich würde... Würde ich schon eine zweite Etage bauen? Na, können wir immer noch machen.